Trainer, einen Punkt gab es am Wochenende an der Weser, mehr war nicht drin, oder? Ja, wir haben einfach nicht die Leistung gebraucht, um mehr mitzunehmen, deswegen müssen wir uns mit dem Punkt zufrieden geben. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Es hieß, Jeremias Lorch wäre wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ja, ist korrekt. Er hat jetzt heute aber trotzdem eine kleine Pause nochmal gemacht. Ja, man kann ihn nicht komplett überfordern. Er hat die 3 Einheiten gemacht jetzt in der ersten Woche, Anfang der Woche. Und ist jetzt ausgestiegen. Da ist Moritz Kuhn auch wieder teilweise dabei. Auch Stefane Vigodulu ist schon wieder kräftig am Laufen. Also das heißt, da ist wirklich auch absehbar, dass sie wieder dazustoßen. Und ansonsten steht jetzt der komplette Kader vom letzten Wochenende auch zur Verfügung. Aber keiner der genannten wird ein Thema für Samstag sein? Nein, noch nicht. Nein. Also die brauchen noch ein bisschen und müssen einfach noch ein bisschen aufholen. Waren jetzt auch lange Zeit ausgefallen. Es ist nicht so, dass einer nur eine Woche oder anderthalb ausgefallen ist, sondern es waren schon mehrere Wochen. Und da braucht man einfach auch ein bisschen Zeit, um aufzubauen. Vielleicht noch ein kleines Update zu Pezzoli und Schwadorf? Bei Pezzo sieht es auch gut aus. Da könnte es auch sein, dass er nächste Woche dann langsam individuell auf dem Platz trainiert und dann auch wieder mit der Mannschaft teilweise einsteigen kann. Bei Schulz Schwadorf wird es noch dauern. Vor der ersten Länderspielpause der Saison kommt der Tabellenführer in die Britta Arena, Fortuna Köln. Was ist das für ein Gegner und inwieweit hat sich deren Spiel im Vergleich zum Februar diesen Jahres, wo du das Spiel noch als Nicht-SVWW-Trainer beobachtet hattest, als Hockey-Interimstrainer war, vielleicht verändert? Ja, es hat vor allem in der Offensive noch ein paar Spieler dazugekommen, ja, haben sich da verändert, haben sich da verstärkt, ja, haben noch einen Tick Geschwindigkeit und auch Trippelstärke, 1-gegen-1-Stärke dazugeholt und das macht sie im Moment auch sehr, sehr aus. Ja. Sie sind sehr, sehr aktiv da vorne drin, haben eine gute Präsenz, was die Bälle, die 50-50-Bälle angeht, ja, sind da immer wieder dran, deswegen müssen wir da hoch aufmerksam sein. Haben mit Keita Ruel auch nochmal einen Stoßstürmer vorne dazugeholt, wo sie auch in der vergangenen Saison sicherlich ein bisschen Verletzungsprobleme hatten, ganz vorne drin. Und deswegen wissen wir, dass da schon ein Brett auf uns zukommt, mit dem wir uns gerne messen. Fortuna Köln ist eine von 3 noch ungeschlagenen Mannschaften der dritten Liga. Wie muss man gerade gegen eine solche Mannschaft spielen? Ja, genau, das ist ja die Herausforderung. Ja. Ein Gegner, der noch ungeschlagen ist, den will man natürlich auch versuchen, an die Grenze zu bringen, ja, vielleicht auch umzuwerfen. Und von daher freuen wir uns drauf, dass wir so einen Gegner haben. Wie gesagt, wir müssen aktiv sein, wir müssen den Gegner bearbeiten, wir müssen hellwach sein, was die Defensive angeht und vor allem offensiv wieder unsere Effizienz kriegen, die wir in Bremen so ein bisschen vermissen haben lassen. Ja, nach vorne hin waren wir einfach nicht konsequent und geradlinig genug und das müssen wir wieder reinbringen. Dankeschön. Bitteschön.